Dank unserer Literaturkritikerin Manuela Reichert können wir uns jetzt wieder etwas unabhängig machen von den Neuerscheinungen des Buchmarkts. Gerade jetzt, da die Frankfurter Buchmesse läuft und die Verlage mit all ihren Novitäten unsere Aufmerksamkeit wollen, tut's ja mal ganz gut, den Blick in die Vergangenheit zu richten. In unserer Reihe Die Überlesenen stellt Manuela Reichert regelmäßig vergessene Autorinnen vor, die unbedingt wieder gelesen werden sollten. Und heute ist das die englische Dichterin Afra Behn. Über die hat Virginia Woolf mal geschrieben. Eigentlich müssten alle schreibenden Frauen dieser Dichterin Blumen aufs Grab legen, denn sie erstritt ihnen das Recht, ihre Gedanken auszusprechen. So Virginia Woolf. Und das hat Afra Behn gestraft mit solchen Zeilen. Im Vorbeigehen hört ich hier und da schon einmal einen Deppen rufen. Ach, in den Müll damit. Das ist doch nur das Lustspiel einer Frau. Einer, die, da sie neulich zufällig uns einmal Vergnügen schenkte, nun wohl nie mehr aufhören wird, mit ihren elenden Ergüssen uns nur zu nerven. Was nur hat denn die arme Frau getan, dass man ihr abspricht den Verstand und von ehrwürdiger Poesie sie unbedingt muss ausgeschlossen werden? Diese programmatischen und kampfeslustigen lyrischen Zeilen von Afra Behn enden eindeutig. Warum sollte eine Frau nicht ebenso gut schreiben wie ein Mann? Für die 1640 geborene, 1689 gestorbene Autorin gab es da keinen Zweifel. Sie war selbstbewusst und erfolgreich und sie setzte sich für die Rechte anderer ein. Afra Behn hat kein Blatt vor den Mund genommen, wenn es darum geht, für Toleranz und Gleichberechtigung und Selbstbestimmtheit einzutreten. Und für sie war es klar, dass sie als Frau berufen war zur Dichtung sozusagen. Tobias Schwarz ist der Herausgeber und Übersetzer einer großartigen zweibändigen Afra Behn-Ausgabe, die diese vergessene Dichterin wieder ins Bewusstsein holt. Mehr als 20 Theaterstücke hat sie geschrieben und sie war mit ihren Bühnenwerken damals genauso erfolgreich wie ihre männlichen Kollegen. Heute wundert man sich nach der Lektüre einiger ihrer Komödien, dass sie nicht mehr aufgeführt werden. Afra Behn hat auch Gedichte, Erzählungen und Romane geschrieben, unter anderem 1688 Oronoko, der sie zur Mutter des realistisch-psychologischen Romans macht. Sie erzählt da die Geschichte eines schwarzen Prinzen, der in die Sklaverei gerät. Aber nicht nur in ihrem literarischen Werk war sie eine unkonventionelle Vorreiterin. Also man weiß unglaublich viel für eine Frau aus dem 17. Jahrhundert über Afra Behn. Davon ist vieles nicht verbürgt. Also sie ist in den Bürgerkrieg und in die Cromwell-Diktatur reingeboren worden und dann als junge Frau in die südamerikanischen Kolonien gereist. Und dann ist sie nach England zurückgekommen, hat im Dienste des Königs Charles II. Nach der Restauration als Spionin gearbeitet in Antwerpen. Also war so eine Art Mata Hari ihrer Zeit. Sie wurde vom König nicht bezahlt, war hoch verschuldet, auch wegen der Reisekosten, kam dann wieder zurück nach England von Antwerpen und ist erstmal im Gefängnis gelandet, im Schuldturm sozusagen. Als sie da dann rauskam, dann hatte sie noch einen Kaufmann geheiratet, der ist gestorben. Dann hat sie sich überlegt, ich werde nie wieder heiraten und hat dann angefangen, Theatertexte zu schreiben. War innerhalb von kürzester Zeit eine sehr, sehr erfolgreiche Autorin. Tobias Schwarz schreibt in seinem kundigen Nachwort vom wilden Fest der Geschlechter, das man lesend bei Afra Behn erleben kann. Zum Beispiel, wenn es in einem ihrer Gedichte um das klassische Motiv des Schäferstündchens geht, in einem abgelegenen Hain, der für die Liebe wie geschaffen, nur leider klappt es im entscheidenden Augenblick beim verliebten Lysander nicht mit der Erektion. Oder im sehr modern klingenden Gedicht über eine Frau, die zwei Männer liebt. Weilt nun Alexis an meiner Seite, sehn ich nach Alban mich und klage. Und fehlt Alexis mir, dann stelle ich eben Alban rasch in Frage. Doch sind zufällig sie beide da, dann sehne, seufze, sterbe ich für beide gleich. Erstaunliche Zeilen für das 17. Jahrhundert. Wenn Sie mehr lesen möchten von Afra Behn, die zweibändige Ausgabe mit Gedichten und Dramen, Romanen und Erzählungen ist im Berliner Verlag Aviva erschienen. Herausgegeben, übersetzt und mit dem Nachwort begleitet von Tobias Schwarz. Beide Bände haben übrigens programmatische Titel. Der eine heißt »Ich lehne es ab, meine Zunge im Zaum zu halten« und der andere »Fliegen sollst du«. Afra Behn im Aviva Verlag.